Liebes Publikum, mein Name ist Markus Schwarz, ich bin stellvertretender Leiter der Musikschule Baunatal und ich freue mich sehr, Sie heute zu unserem ersten Streaming-Konzert begrüßen zu können. Das letzte größere Konzert in der Musikschule Baunatal liegt mehr als ein Jahr zurück und seitdem konnten auch aus bekannten Gründen in unserem Hause keine Veranstaltungen mehr stattfinden. Dieser Wegfall des Musizierens vor Publikum trifft Musiker sehr hart. Ganz egal, ob es sich um Profis oder ob es sich um Instrumentalschüler handelt. Vorspiele und Konzerte sind aber ein unverzichtbares Element allen Musizierens. Aus diesem Grunde versuchen wir jetzt, den hoffentlich nur vorübergehenden Konzertentzug mit Hilfe der digitalen Technik etwas zu mildern. Mit den geplanten Livestream-Konzerten möchten wir unseren Lehrern und vor allem auch wieder unseren Schülern die Gelegenheit geben, ihr musikalisches Können vor Publikum zu präsentieren. Der heutige Auftakt wird, wie gesagt, von Lehrern der Musikschule gestaltet. Mit dabei sind Joachim Arndt, Blockflöte, Detlef Landeck, Posauner, Angela Krastel und Jochen Lorbach, Mandoline und Gitarre, Sandra Bauer, Querflöte, Steffen Modrow, Schlagzeug, sowie Andreas Dengel, Trompete, zusammen mit Manuel Gerke als Gast, der am Klavier spielt. Eine kurze Bemerkung zum Ablauf. Zwischen den einzelnen Beiträgen haben wir eine kleine Umbaupause, da wird immer ein kleines Bild eingeblendet. Wir kommen dann aber gleich wieder zurück. Ein herzlicher Dankeschön geht an alle mitwirkenden Lehrer und vor allem auch an Leonid Leibowitsch und Felix Wertschulte, die die Technik heute Abend hier versorgen und ohne die das Ganze nicht möglich wäre. Ein ganz dicker Dank geht an Felix Wertschulke, der renommierte Kasseler Musikjournalist und Dozent an der Musikakademie Kassel, war ein ganz wichtiger Ideengeber für die ganze Idee dieses Streamings und ich bin da sehr dankbar dafür. Jetzt bleibt mir nur noch viel Vergnügen Ihnen zu wünschen und gebe die Bühne frei für die Interpreten. Johann Jakob van Eyck war ein blinder Musiker in Holland des 17. Jahrhunderts. Er wurde von der Gemeinde Utrecht bezahlt, um das Glockenspiel zu bedienen. Und zu seinen Aufgaben gehörte auch, die Menschen auf dem Friedhofsvorplatz mit seinem Flötenspiel zu erfreuen. Und er hat eine große Sammlung von Flötenmusik, Solo-Flötenmusik hinterlassen, den Flütenlusthof. Und daraus spiele ich jetzt ein kurzes Stück. Das heißt Prinz Roberts Masko und stammt eigentlich aus England. Das gehört ursprünglich an ein Maskenspiel. In England war zu der Zeit die Oper verboten aus politischen Gründen, aber man hat sich mit Maskenspielen verlustiert und da gab es natürlich nicht nur Theater, sondern auch Musik dazu. Und davon hören Sie jetzt Prinz Roberts Masko mit 3 Variationen. Thank you.
Ja, Baumlied 65, ein Lied, was ich für einen Freund gemacht habe, also nicht für einen Baum, sondern für einen Freund, der einen 65. Geburtstag hatte. Ursprünglich für Klarinette und Gitarre und dank meiner Kollegin, der Angela, haben wir es jetzt in dieser Besetzung geprobt und ich denke, das ist wirklich auch schön geworden. Thank you.
Die liebliche Nymphe Syrinx spielt am Flussufer mit ihren Gefährtinnen. Der bockfüßige, zottelige, gehörnte Hirtengott Pan beobachtet die Nymphen bei ihrem Treiben. Er ist verliebt in Syrinx. Sie jedoch fürchtet schrecklich seine raue Gestalt. Als er sie gewinnen möchte, bittet sie die Götter um Erlösung. Sie wird in Schilfrohr verwandelt. Pan, in seiner Trauer um Syrinx, bricht das Schilfrohr und bindet es zu einer siebentönigen Flöte. Sounds of the Loop, so heißt ein Stück des Dave Brubeck Quartetts, und hierfür hat der Schlagzeuger Joe Morello einige Etüden geschrieben, die ich zusammenstellte und mit Improvisationen und eigenen kompositorischen Ideen ergänzte. Viel Vergnügen. Thank you.
Liebes Publikum, das war unser kurzes erstes Streaming-Konzert, das unsere Lehrer von der Musikschule Baunatal präsentiert haben. Ich glaube, ich kann im Namen meiner ganzen Kollegen sprechen, wenn ich sage, dass es uns eine große Freude war, auf diese Art und Weise wieder ein Konzert für unser Publikum darzubieten. Der Verlust des Publikums schmerzt uns sehr, dass wir sie nicht sehen können, aber wir sind sehr, sehr glücklich, dass wir dieses Konzert bieten konnten, das sie jetzt auf ihren heimischen Geräten sehen konnten. Ein herzlicher Dank geht nochmal an unsere Technik, an Leonid Leibowitsch und Felix Wertschulte, die dafür gesorgt haben, dass das ganze Konzert wirklich gut bei Ihnen angekommen ist. Und wir würden uns natürlich freuen, Sie beim nächsten Streaming-Konzert der Musikschule, das wird dann wahrscheinlich wieder mit Schülern sein, wieder zu begrüßen. Ansonsten darf ich mich jetzt verabschieden und wünsche Ihnen einen schönen Tag.